Willkommen, lieber Nutzer. Unser Programm arbeitet intern mit seinem eigenen Datenformat. Das tun die meisten Programme und dient dazu, Ihnen komplexe Funktionen zur Analyse Ihrer Daten überhaupt anbieten zu können. Um einen Datensatz aus einem anderen Programm in einen Datensatz, das unser Programm nutzen kann, umzuwandeln, stellen wir Ihnen unsere Konverterfunktion zur Verfügung. Lassen Sie uns gemeinsam kurz anschauen, wozu dies sinnvoll ist. Sie können beispielsweise für eine beliebige Tabelle, die Sie in Microsoft Excel erstellt haben, diese Tabelle aus Excel heraus exportieren. Gehen Sie dazu einfach in Excel auf Exportieren und exportieren Sie Ihre Tabelle als CSV. CSV steht dabei für komma-separierte Daten und ist ein üblicher technischer Begriff. Keine Sorge, falls Sie für Ihre Daten nicht Excel, sondern ein anderes Programm bisher verwenden. Solche Exportfunktionen haben auch andere Programme standardmäßig. Ihre CSV-Daten können Sie nun leicht in unserem Programm benutzen. Um eine Datei zu konvertieren, öffnen Sie dazu den Konverter über das Menü des Programms. Dort können Sie über einen Klick auf diesen Button die gewünschte Datei auf Ihrem Computer auswählen. Anschließend wählen Sie über diesen Button das Ziel aus, wo die im Anschluss konvertierte Datei abgespeichert werden soll. Beachten Sie, dass Sie hier einen neuen Dateinamen angeben müssen, unter dem die konvertierte Datei gespeichert wird. In diesem Feld erhalten Sie eine kurze Übersicht der ersten drei Zeilen der ausgewählten Datei. Anhand dieser können Sie selbst erkennen, ob es in Ihrer originalen Datei eine sogenannte Header-Zeile gibt. Eine solche Header-Zeile beschreibt meist die Namen Ihrer Spalten im Datensatz. Sie ist also leicht zu erkennen, weil sie schlicht anders in ihrer Struktur aussieht, als die darauffolgenden beiden Zeilen. Es handelt sich bei einer solchen Header-Zeile natürlich nicht um die eigentlichen Daten. Haben Sie eine solche Header-Zeile in Ihren Daten, dann empfehlen wir Ihnen, diese Header-Zeile für den Konvertierungsprozess zu entfernen. Ist diese Checkbox hier aktiv, dann bedeutet das, dass die Header-Zeile entfernt wird. Nun können wir die Datei konvertieren. Dazu klicken Sie auf diesen Button und im Anschluss wird die konvertierte Datei geöffnet. Wenn Sie das nächste Mal diese Datei öffnen wollen, so öffnen Sie jedes Mal die Datei, dessen Name Sie beim Konvertieren zuvor festgelegt haben.